So, dann hätten wir das Abendviertel also soweit fertig. Gut, dann werde ich jetzt aber erstmal kurz ins Bordell zurück. Weil ich ja Yvette ihr Baby geben kann. So. Die haben mich... die hier, die Schwarzmesser, die sind eigentlich scheiße. Entschuldigung. Welche Platt machen. So. Ich werde euch töten! Okay. Das sind nicht... Also das sind keine Wehrratten, meine ich jetzt. Okay. Na gut. Dann müssen die aber auch sterben hier. Gleich das. Jeder wartet euch der Tod! Sterbt durch! Außerdem würden wir zu Kurs, den ich sowieso platt machen werde. So. Noch Fragen? Anscheinend nicht. Ist ja Ruhe. Mann, Mann, Mann. So, einmal Baby abgeben. Ach ne, hier war ja... Was? Oh. Hier war ja, diese Rain. Oder wie sie hieß? Sterbt durch Macht! Als euch! Warte. Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte nur erstmal kurz... Oh, da ist noch einer. Sterb durch! Ich wollte ihn nur mal kurz umbringen. Lass mich doch auch mal. Oh, hab ich den Kunden genommen? Oh, Entschuldigung. Was war ein Arsch? Und er hat ein Buch dabei. Utgard-Barbaren. Siehst du mal, was das für ein Arsch war? So, es war der andere. Stimmt, schade. Hätte jetzt sagen können, er hat dabei gelesen. Also, ne? Das ist ja nun wirklich kein Vorzeige. Hier kommen. Das hier werden wir nicht beide überleben. Misch dich bei den beiden nicht ein. Dritte Person ist sowieso unnötig. So. Aber das Baby war doch hier irgendwo. Ja, noch ein Kunde. Oh, nehme ich hier auch das hier mich. Werden wir nicht beide überleben. Ich fürchte schon. So. Da sind zumindest die Kunden verschwunden. Nun, seid gegrüßt. Habt ihr mein Baby gefunden? Wisst ihr etwas Neues? Hier, hast du das Kreisbalken. Ihr habt die Kleine gefunden. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie habt ihr Garon nur dazu überreden können, sie aufzugeben? Ach, was soll mir doch ganz egal sein. Ich hab sie wieder. Das ist alles, was zählt. Mein Gold scheint mir keine angemessene Belohnung zu sein. Doch sonst besitze ich nichts, was ich euch geben könnte. Ich habe 500 Goldmünzen übrig. Ich hoffe, das wird genügen. Ich weiß nicht. Ich glaube, von der sollte ich vielleicht eher nichts nehmen. Ja, ich sollte lieber das Gold behalten, ja. Ihr seid sicher, meinst du? Ihr habt das Gold schließlich verdient. Die Kleine und ich werden schon zurechtkommen. Ach, hier komm, kriegst noch 250 Gold drauf. Zack. Ihr seid so großzügig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Seid gesegnet, edler Herr. Ich werde euch eure Herzensgüte nie vergessen. Jetzt muss ich gehen. Fräulein Bela hat arrangiert, dass uns jemand aus der Stadt herausbringt, damit wir ein neues Leben anfangen können. Vielen Dank noch einmal. Okay. Okay, mal kurz überlegen. Das Fräulein Bela hat für sie organisiert, dass sie aus der Stadt raus kann. Und Arigent, der große Spionagemeister, hat zu uns gesagt, er schafft es nicht mehr, uns einen Weg nach draußen zu bringen. Wenn wir erstmal drin sind, können wir nicht wieder raus. Was ist das für eine Flasche? Sowas. Der sollte vielleicht auch mal ein Bordell leiten, dann klappt es vielleicht besser. So. Durch die Hilfe einer freundlichen, oder friedlichen, freundlich wahrscheinlich, ne? Ja, freundlichen Gruppe von Abenteurern konnte sie ihr Baby von Garon, von dem sie getrennt lebt, zurückerlangen. Leichten Herzens brach Yvette nach Silbrigmond auf. Yeah! So, da war ich schon. Jetzt gehen wir nämlich mal hier hoch. Noch ein Abwasserkanal. Ich will noch nicht zu Barrem. Ich will erstmal zum anderen
Ich schlitze euch die Kehle auf. Oh, was ist denn da los? Sterb durch meine Hand. Ich habe schon bessere Besicht als euch. Ich habe schon bessere Besicht als sterb durch meine Hand. Ein Kampf zwischen den Leuten. Sterb durch meine Hand. Ich habe schon bessere Besicht als euch. Jeder war euch der Tod. Stücke reiten. Ich habe schon bessere besiegt. Hier erwartet euch der Tod. Ich wollte aber auch mal diesen Kampf eingreifen hier. Ihr habt euch hier nicht auf offener Straße zu verprügeln. Sterbt durch meine Hand. Und wenn, dann prügelt euch mit mir. Krieg ich wenigstens... Hier erwartet euch der Tod. Hier erwartet euch der Tod. Wow. Ich muss mal kurz in dein Haus. Hey, der Tiertempel. Cool. Ich musste mal kurz, ne? Ach, da ist ja auch Arin, da siehst du. Nee, ich werde mit dir noch nicht quatschen. Ich habe da draußen erstmal noch ein Hühnchen zu rupfen. Oder Ratten zu rupfen. Der Priester des Tür. Na, der verkauft wahrscheinlich alles Mögliche. Ach, Scheiß. Wo ist denn Aribes eigentlich? Nee, na egal. Ich habe schon bessere besiegt als euch. Ich habe schon bessere besiegt als euch. Das geht ja noch, das geht ja noch. Würde ich doch lieber um die schon halb tot sind, anstelle gleich um die frischen. Hier erwartet euch der Tod. Ach, zusammenarbeiten können sie auch, ja, oder wie? Ihr Arschgeigen. So, ich mach mal Kopf kürzer. Immerhin habe ich den Tiertempel jetzt schon gefunden. Das werdet ihr bedauern. Was haben wir denn hier? Eine Schmiede. Den Schmiede-Schlachtenhammer. Das klingt doch witzig. Gucken wir doch mal. Hallo Schmied. Seid gegrüßt. Ja. Ich hab nur noch herzlich wenig auf Lager. Und kaum noch Metalle zum Schmieden. Sagt, was ihr wollt oder geht weiter. Was verkauft ihr denn? Ich hatte mal einen der besten Waffengeschäfte in ganz Luskan. So wie es jetzt aussieht, bleibt mir nur ein kleiner Laden mit diesem ärmlichen Angebot. Ich werde euch jedoch anbieten, was ich habe, bevor diese Gauner kommen, um es meiner Leiche abzunehmen. Na dann, zeig doch mal. Ist unfreundlich. Ja, traumhaft. Das kann ich ja echt gebrauchen, unfreundlichen Waffenhändler. Aber so toll sind die Sachen aber auch nicht. Nee, danke. Du hast wirklich keine tollen Sachen. Mein. Was haben wir hier? Luskaner Warenhandelsgesellschaft. Okay. Magiebedarf wahrscheinlich. Oder? Arto Weber. Seid gegrüßt. Ich bin Arto von den Roten Magiern aus Tai.
Ich habe eine Auswahl an Arkanen und magischen Gegenständen anzubieten für einen beinahe vernünftigen Preis. Dann zeig doch mal. Der ist auch unfreundlich. Okay, kaufe ich nichts. Von unfreundlichen Leuten kaufe ich nichts. Und du? Hallo. Es ist schön, hier endlich mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Mein Herr, seit die Kämpfe ausgebrochen sind, sind die Vorräte knapp und die Kunden nur noch knapper geworden. Ja, zeig doch mal her. Unfreundlich, gut, ja. Schon mal klar, dass ich voraussichtlich definitiv nichts kaufe. Naja, gut. Sowas hätte ich vielleicht gekauft, aber nur wenn du den richtigen Beutel gehabt hättest. Nicht so ein Scheiß. Und da ist auch noch was. Was? Kolmars fantabulöse Kontraptionen und magische Errata. Ach so. Na gut zu wissen. Ach so, das war mein Stahl wird treffen. Was? Zwei? Ha! Wow, was eine stabile Kiste. Ich bin ja hellauf begeistert. Wahnsinn. Ich werde noch gleich nochmal in den Tiertempel reingehen. Aribes wollte ja mit mir quatschen. Ein Kammer plus zwei. Diese Tränke aufzuheben. Ah. Ja gut, so groß ist die Stadt nicht mehr. Also viel kann ich nicht mehr finden. Mein Stahl wird treffen. Was ist denn hier drin? Gebäude im Armenviertel. Oh. Ein Speer plus eins. Oh. Wahnsinn. Oh, Barams Söldner. Und eine Falle. Eure Schande sei getilgt. Das hier werden wir nicht beide überleben. So, muss ich doch mal. Ja, keine Chance. Dezimiert. Jetzt können wir wieder weiter. Jetzt tanzen wir weiter. Okay. Ja, so ist gut. So, ein paar Bolzen. Thank you.
Mein Stahl wird treffen. So ist doch gut. Okay, hier ist eine Falle. Naja. Die werden wir doch gleich mal entfernen. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Die werden wir auch gleich mal entfernen. Okay. Oh. An der Tür ist auch eine Falle. Ja, vielleicht die erstmal kurz entfernen. Okay. Klopf, klopf. Oh. Klopf, klopf mal heftiger. Was sind das hier mal für kleine Räume? Oh, ein Portal. Was ist das hier? Ich höre hier noch was. Also hier ist noch irgendwo was. Jemand. Priesterin. Warum greifst du jetzt mich an? Sag mal. Das werde ich dir bedauern. Ich glaub's ja nicht. Greif die Tante erstmal mich an. Obwohl ich im Grunde gar nichts gemacht habe. Ich habe Schuld. Hast du? Könnte sein. Nix gibt's. Ich habe schon bessere besiegt als euch. Ja, na dann. Viel Glück beim nächsten Mal. Sterbt durch meine Hand. Hier, links. Wie passend, du kämpfst wie ein Bauer. Nee, wie eine Kuh. So. Jetzt ist hier mal Ruhe. Gemacht und schon soll ich aufs Maul kriegen. Nur weil ich gerade anwesend bin. Was sind denn das hier für Einstellungen, ey? Mann. So. Nimm mal diese Fallen. Wie diese hier zum Beispiel. Ne. Ja, oder so, meinetwegen. Ne? Da ist bestimmt auch eine Falle dran, oder? Ach ne, doch nicht. Diebeswerkzeug plus 10, yay! Oh, da ist wieder eine Bluttruhe. Nennen wir sie mal so. So. Da siehst du, kann ich doch den Bogen gleich gebrauchen. Plus Pfeile. Hatte ich doch vor kurzem erwähnt, dass ich das eigentlich ja nur noch für diese Truhen brauche. Oh, ui, was ist das denn? Ein Turmschild, den ich nicht identifizieren kann. Der sieht aber cool aus. Hm. Gut. Dann habe ich hier auch ein bisschen aufgeräumt. Dann geht's jetzt weiter. Hier sind nur noch zwei Gebäude in der Nähe. Irgendwie hier.
Hier, Fantapolöse Kontra... irgendwie noch irgendwas? Fantapolöse Kontraptionen, genau. Klingt absolut toll. Oh, und hier ist eine Tür. Oh, oh, oh. Was ist denn da drin? Na? Eine Truhe. Kriege der Schöpferrasse. Und ein paar Stiefel. Mein Stahl wird treffen. Kolmar. Oho. Solche feinen Herrschaften kommen nur selten in meinen Laden. Oh. Wegen des Krieges, der Pest und unvorhergesehener Verknappung der Kisten ist mein Angebot nicht mehr das, was es früher mal war. Aber ich wette, ihr werdet dennoch begeistert sein. Na, hoffen wir's. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Kolmar, Lieferant feiner magischer Güter und außergewöhnlicher Erfinder. Ich wäre mehr als glücklich, euch meine neueste Erfindung präsentieren zu können, wenn sie nicht gerade kaputt wäre. Was ist das für eine Erfindung? Ich habe sie erst vor einer Woche fertiggestellt. Meine feinste Arbeit, fürwahr. Ich nenne sie den Fantabulösen Kontrapulator. Ist doch angemessen, oder? Was? Er ist in der Lage, eine große Auswahl fantastischer magischer Tränke herzustellen, je nach Vorgabe der Kundschaft, und das in beliebiger Menge. Ich wäre steinreich geworden, hätte ein grausames Schicksal das nicht verhindert. Man stelle sich das vor, da schwitze ich gerade über den letzten Arbeiten am Kontrapulator und brenne darauf, ihn endlich meinen vor Neid platzenden Kollegen vorführen zu können, damit sie ihre Spötteleien ein für alle Mal bleiben lassen. Und plötzlich Eingetöse. Fürchterliche, untote Kreaturen stürmen in mein geheimes Labor und schlagen alles kaputt, was sie zu fassen kriegen. Auch meine heißgeliebte Erfindung. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber es waren zu viele für mich. Und, sie sahen aus, als hätten sie großen Appetit auf mich. Ich habe die Beine unter den Arm genommen und konnte gerade noch so durch das magische Loch entkommen, das ich immer bei mir trage. Ach, ich kann erst wieder in mein Labor, wenn der ganze Spuk vorüber ist. Und meine Erfindung ist ruiniert. Was ist denn das eigentlich jetzt eigentlich? Hundertprozentig. Naja, eigentlich gebe ich nur ungern die Details meiner patentierten Theorien über magische Physik preis. Aber andererseits, klar doch, frag drauf los. Wo ist denn das Labor? Hehehe, normalerweise würde ich niemandem verraten, wo mein geheimes Labor ist. Aber ich denke, jetzt ist es ohnehin egal, oder? Es befindet sich unten in den Abwässerkanälen. Und sicherlich in einem Zustand ziemlicher Verwüstung. Wenn ihr es findet, nehmt mir die Unordnung bitte nicht übel. Oh, und nehmt euch vor all den Ghoulen da unten in Acht. Keine Ahnung, wo die herkommen. Wie funktioniert der denn jetzt? Mal sehen, wie erklärt man das einen Laien? Das Abwasser unter der Stadt besitzt einige ungewöhnliche Eigenschaften. Möglicherweise hat das etwas mit dem Herturm zu tun. Oder vielleicht ist dort vor langer Zeit ein Drache verendet. Oder vielleicht bilde ich es mir einfach nur ein, wer weiß. Wie dem auch sei, ich habe einen Weg gefunden, die magischen Elemente aus dem Abwasser herauszudestillieren und mit Hilfe des Kontrapulators Zaubertränke daraus herzustellen. Brillant, was? Ja, und, aber wie denn nun? Nun, wenn die Maschine funktionieren würde, hätte sie vier Hebel. Jeder fügt der Mischung eine elementare Essenz hinzu. Eine Prise Feuer, ein Krümel Erde. Entweder zieht man an dem Hebel oder lässt ihn unangetastet. Wenn alle Hebel in der richtigen Position sind, zieht man eine Kette, um den Trank zu erschaffen. Hat man bei der Betätigung der Hebel und der Mischung der Elemente alles richtig gemacht, wusch, schon hat man einen Trank. Heilung, Unsichtbarkeit, Riesenwachstum, Haarwuchs, was ihr wollt. Na, bin ich ein Genie? Die exakten Zutaten für die verschiedenen Tränke allerdings, nun, die konnte ich bisher noch nicht ergründen. Seid bitte vorsichtig und zerreißt die Kette nicht, wenn ihr daran zieht. Sie ist nicht besonders stabil. Könnte eure Maschine repariert und eingesetzt werden? Wenn ihr es versuchen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Es wäre fantastisch, in mein Labor zurückzukehren und die Maschine wieder intakt zu sehen. Ich erinnere mich nur, dass die Ghule einige meiner Hebel abgerissen haben. Ansonsten ist die Maschine aber intakt. Ich wette, wenn man die Hebel wieder einbaut, würde sie funktionieren. Ja, sie hat nur noch genug... Sie hat noch... Was? Sie hat nur noch genug Treibstoff für, naja, vielleicht 30 Tränke oder so. Und neuen Treibstoff kann ich erst wieder nach dem Tauwetter im Frühjahr aus dem Abwasser synthetisieren. Nur damit ihr Bescheid wisst. Na gut, dann auf Wiedersehen. Beehrt mich bald wieder. Moment, du konntest doch was verkaufen. Seid gegrüßt. Es ist schön, euch zu sehen. Du hast doch
Waren für verkaufen. Oh, dies und das. Magische Dinge, die ich über die Jahre gesammelt habe. Und auch etliche selbstgemachte. Immerhin bin ich ein berühmter Erfinder. Ihr habt Zweifel ohne schon von mir gehört. Oh ja, ich habe von euch gehört. Ja, ein Bewunderer. Wie köstlich. Also, hat sich der Name von Kolmar, dem Gewitzten über die Grenzen dieses verschlafenen kleinen Stadt hinaus verbreitet. Stimmt's? Gut zu wissen. Ach, ich würde euch ja liebend gerne meine neueste Erfindung zeigen. Sie ist etwas ganz, ganz Großartiges, wirklich. Leider ist sie, nun ja, kaputt. Kann ich die Waren mal sehen? Unfreundlich. Ah, warum sind denn die alle unfreundlich, die ganzen Ärsche hier? Wo bin ich hier gelandet? Saubernde. Ui. Ui. Gladiatorenklicke. Was kann die denn? Säure. Verbesserungsbonus plus 2. Was hat die denn für einen Verbesserungsbonus? 1. Nehmen wir doch die Gladiatorenklinge. Kohle haben wir mehr als hier noch. Und die verkaufe ich dem nicht. Na? Naja, ist doch cool. Zauber, nö, nö. Ja, ein immer voller Beutel. Sehr gut. Kaufen. So, und einer der Beutel war ja eh leer, ne? Ach. Ja. Dann verkaufe ich diesen gleich mal. Zack. Oh, und der kauft voraussichtlich auch Fallen. Cool. Danke fürs Schwert. Das Schwert ist cool. Säureschaden. Yeah. Und eben den Verbesserungsbonus von plus 2, das ist schon mal gut. Hm? Ups, hab ich hier gerade was übersehen. Hab ich sonst noch irgendwas übersehen? Anscheinend nicht, okay. So, Tiertempel, so, Ari, jetzt komme ich, jetzt bin ich auch da. Oh, die ganze Karte ist ja plötzlich aufgedeckt. Gut, dass ihr endlich hier seid. Ne? Ich fürchte, ich habe schreckliche Nachrichten. Es scheint, unsere gute Fürstin Aribeth ist verschwunden. Wir können sie nirgends finden. Was? Die Fürstin war sehr still, seit ihr Letzthafen verlassen habt. Ich dachte, sie sei vielleicht beruhigt, jetzt, da der Kult gefunden wurde. Ich habe sie deswegen nicht so sehr im Auge behalten, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Es gelang ihr auf jeden Fall einige Zeit, nachdem wir in der Stadt angekommen waren, äußerst geschickt zu verschwinden. Ah, toll. All ihre Ausrüstung ist ebenfalls verschwunden. Sie hat das alles gut vorbereitet und hat uns aus freien Stücken verlassen, obwohl ich das kaum zu glauben vermag. Ach, die sucht bestimmt ihre Rache, wahrscheinlich. Sie ist nicht nach Nie Winter zurückgekehrt. Manchmal denke ich, dass sie vielleicht selbst versuchen will, sich an den Kultisten zu rächen. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich bin mir nicht sicher. Aribeth verhielt sich vor ihrem Verschwinden so seltsam. Sie strahlte eine eisige Ruhe aus. Es war so, als ob die Fürstin sich bereits mit einem unangenehmen Schicksal abgefunden hätte. Oh je, okay. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Aha. Ich fürchte, sie ist nicht bei Sinnen. Na, die werden wir finden. Eure wichtigste Aufgabe besteht darin, in den Heerturm zu gelangen. Der Kult muss unschädlich gemacht werden. Solltet ihr Aribeth dort finden, umso besser. Genau. Wenn sie im Heerturm ist, können wir erst nach ihr suchen, wenn unser Auftrag vollbracht ist. Egal, wie sehr wir uns wünschen, dass es anders wäre. Also dann, sprechen wir über unseren Auftrag. Wo ist er denn? Er liegt auf einer Insel. Man erreicht sie über eine Brücke am Nordostufer. Man munkelt von anderen Zugängen, aber ich habe nie einen finden können. Halt dich an den Text, er ist am Nordwestufer. Die Brücke ist sowohl durch Bewaffnete als auch Magie gut geschützt. Mhm. Die Magier der arkanen Bruderschaft schätzen ihre Privatsphäre. Na, ich merke das schon. Ehrlich gesagt, sehr wenig. Die Magier durchkämmen jeden Winkel nach Spionen. Daher halte ich nur eher fragwürdige Nachrichten von außerhalb des Turmes. Na toll. Es ist jedoch bekannt, dass die arkane Bruderschaft die wahre Macht in Luskan hat. Die Oberkommandanten herrschen zwar über die Stadt, aber nur mit Duldung der Magier. Mhm. Wie der Kult sich hier festsetzen konnte, können wir nur raten. Die Magier mögen seine Verbündeten sein oder ihm gar angehören. Okay. Sollte es euch gelingen, dort einzudringen, müsst ihr äußerst vorsichtig vorgehen und alles über ihre Pläne herausfinden, was ihr könnt. Ein direkter Ansturm kommt vermutlich nicht in Frage. Ja gut, aber wie komme ich denn rein? Ich glaube, ich weiß einen Weg. Das ist gut. Allerdings ist er mehr als riskant.
Die Brücke zur Turminsel ist durch einen Zauber geschützt, an dem man nicht leicht vorbeikommt. Um in den Turm zu gelangen, benötigt man einen entsprechenden Pass von den Magiern. Diese Papiere werden mit einem magischen Siegel am Körper befestigt und gestatten es dem Träger, die Schutzzauber ungehindert zu durchqueren. Okay. Leider weiß ich nur von den Oberkommandanten mit Sicherheit, dass sie über einen derartigen Pass verfügen. Na, wie praktisch. Wenn es euch gelingt, eines dieser Dokumente mitsamt Siegel zu ergattern, dann könnte ich problemlos ein entsprechendes Dokument fälschen, das für euch gültig ist. Klingt gut, mach mal. Dann geht und tut, was ihr tun müsst. Ich wünsche euch viel Erfolg. Hier ist was los.